Hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir vom Pferdezentrum Stadelpaurer möchten in dieser Serie das Bereiterteam näher vorstellen. Und auch heute habe ich wieder ein besonderes Schmuckstück aus unserem Team zum Interview gebeten. Na, habt ihr ihn schon erkannt? Vielleicht wird es leichter hier bei den Vielseitigkeitssprüngen. Es ist Michael Spörk, mehrfacher Europameisterschaftsteilnehmer und siegreich bis zur schweren Klasse in der Vielseitigkeit. Ich hoffe, ihr freut euch schon genauso auf das Interview mit ihm. Mein Name ist Michael Spörk, ich bin staatlich geprüfter Instruktor für Reiten und befinde mich momentan in der Ausbildung zum Trainer in der Vielseitigkeit. Ich bin Bereiter im Pferdezentrum Stadelpaurer. Die Arbeit mit den vielen verschiedenen Pferden bereitet mir sehr viel Freude, da man sich jeden Tag auf jedes Pferd individuell neu einstellen muss und somit herausfindet, was welches Pferd genau braucht. Zu meinen größten Erfolgen zählen definitiv die 4 Teilnahmen an Nachwuchs-Europameisterschaften sowie ein Sieg in der Klasse S. Ziemlich erfolgreich, mein Kollege für seine jungen Jahre. Ganz besonders toll finde ich natürlich den Sieg in der Klasse S. Wo und wann genau hast du diesen Erfolg gefeiert? Das war 2015 in Neukanisha in Ungarn mit meiner Stute Face Defect, mit der ich auch zweimal bei Nachwuchs-Europameisterschaften teilnehmen durfte. Welche Ziele hast du noch? Was möchtest du reiterlich noch erreichen? Mein Ziel ist es, aus jedem Pferd das Bestmögliche herauszuholen. Aus sportlicher Sicht möchte ich Österreich in der Vielseitigkeit auf höchstem Niveau vertreten und auch an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das sind ja ziemlich große Ziele. Wir vom Pferdezentrum Stadelbauer wünschen natürlich bestes Gelingen und sind froh, einen solch ehrgeizigen jungen Mann in unserem Team zu haben. Wie sieht nun dein Tag im Pferdezentrum aus? Was sind deine Aufgaben und wie gestaltest du deinen Tagesablauf? Ein normaler Tag im Pferdezentrum beginnt bei mir um 8 Uhr morgens. Dann werden in der Regel 4 Pferde vormittags geritten, eine Stunde Mittagspause, 4 Pferde am Nachmittag und gemeinsames Füttern am Abend. Und danach reite ich noch meine 3 privaten Pferde. Für dich als Vielseitigkeitsreiter bietet natürlich die Anlage des Pferdezentrums Stadelpaurer mannigfaltige Möglichkeiten, deine Pferde auszubilden und auch die Ausbildungspferde. Was kannst du uns darüber berichten? Abwechslungsreiches und individuelles Training ist unverzichtbar für die Ausbildung eines Vielseitigkeitspferdes. Um mein Trainingsprogramm durchzuführen, habe ich im Pferdezentrum zahlreiche Möglichkeiten. 4 Reithallen und insgesamt 7 Reitflächen bieten mir die Möglichkeit, mich reiterlich voll zu entfalten. Für mich als Buschreiter ist das Konditions- und Geländetraining ein Hauptbestandteil meiner Arbeit. Die Rennbahn und das abwechslungsreiche Geläuf im Geländepark des Pferdezentrums sind also mein Zuhause. 2020 wurden zahlreiche Projekte realisiert, die mir mein Training noch angenehmer gestalten, wie zum Beispiel das Bauen von diversen Stufen, um das Krafttraining meiner Pferde auf das nächste Level zu bringen. Oder die Befestigung von Absprung- und Landepunkten, um auch bei schwierigen Bodenverhältnissen trainieren zu können. Und nicht zuletzt, egal ob Vielseitigkeit, Dressur oder Springpferd, alle genießen einen erholsamen Ausritt im Pferdezentrum Stadelpaurer. Vielen Dank, lieber Mike, für das aufschlussreiche Interview. Falls ihr noch Fragen an unseren Bereiter Michael Spörk habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wir freuen uns schon auf die nächsten Videos. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Gerne könnt ihr unseren Kanal abonnieren und drückt auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir freuen uns und bis bald im Pferdezentrum Stadelpaurer.